Moin Moin und willkommen zu World of Tanks. Mit mir dabei, irgendwo da hinten, da ist er, der Krawum. Hallöchen. Moin. Und wie ihr seht, im neuen Panzer. Genau. Wir haben uns den M2 Medium Tank jetzt leisten können. Schönes Ding eigentlich, ne? Naja. Also, im Vergleich zu dem davor? Ich fahre diesmal übrigens auf der rechten Seite lang. Ich finde die deutschen Panzer aber eigentlich auch gar nicht so hässlich. Also der amerikanische Panzer im Vergleich zu den deutschen und russischen Panzern ist schon hässlich, ne? Ja, du hast den M3 noch nicht gesehen. Ist der noch hässlicher? Der M3 Lee, ja, der ist ziemlich hässlich. Aber gar nicht so schlecht, wenn er ausgebaut ist. So, ich bin auch rechts rum. Ich sehe dich. Und wir haben irgendwie auch nur einen, der links rum geht diesmal. Nee, da gehen mehr. Kannst du auch von Minimaps sehen. Ja, aber diese, aber ups. Bäume umfahren. Sollte man eigentlich nicht. Weil? Die Gegner das sehen können, dann wissen sie etwa, wo du bist. Ja, ich bin dafür mitten auf der Straße gefahren. Das ist auch nicht so schlau. Doch, perfekt. Ups, nächster Baum. Oh, links, 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 mitten auf dem Acker, ne? Ja, ist einer. Voraus ist einer, das ist viel schlimmer. Boah. Der ging nicht durch. Hat er dich erledigt? Nee. Doch, doch, doch. Der hat mich im Visier. Aber nicht erledigt. Nein. Jetzt ist er tot. Ein Glück. Aber ich habe nur 30%. 17% hast du nur. 17? 30 Lebenspunkte wahrscheinlich, ne? Achso, ja. Hä? Wurde das nicht vorher in Prozent angezeigt? Bin verwirrt. Aber ich lege mich jetzt hier ein bisschen auf der Lauer und werde dann wahrscheinlich demnächst abgeschossen einfach. Das ist in Ordnung. Wen haben wir denn da? Cruiser 3. Mach dazu. Miserabel getarnt hier. Genau, fahrt mal vor, ihr beiden. Ich guck mal, was der Marder 2 vorhat. Wir müssen das mal mit den Namen bzw. mit den Panzerbezeichnungen gleichschalten, damit wir wissen, von wem wir reden. Achso, du siehst den Namen. Nee. Vor dir steht ein deutscher Panzer, Marder 2. Der Name ist Zipfelkampf. Vielleicht wahrscheinlich wegen der Sichtweite hier nicht, ne? Dass ich den Panzer da einfach nicht sehe. An der Stelle. Also, meine Zuschauer wissen, was ich meine. Warum hat es jetzt Ping gemacht? Wo ist er? Wo ist einer? Nirgendwo. Doch, bei EF8 wurde einer aufgedeckt, der jetzt wieder verschwunden ist. Oh oh. Oh oh. Ja, ich muss hier voll aus der Deckung raus, das gefällt mir nicht. Ich möchte den Marder ungern alleine fahren lassen. Ah. Also wenn ich hier in diese, ich nenne das jetzt mal Ego-Perspektive, auch wenn das natürlich nicht Ego-Perspektive ist, reingehe, dann ruckelt es aber ordentlich, vor allem wenn ich dann bewege. Ne? Stell doch mal was an der Grafik herab. Ja. Ich vergesse das immer. Bin so aufgeregt. Wegen dem Krieg. Dem Krieg? Der Krieg. Ich wage mich auch noch mal ein bisschen weiter vor. Ja, unsere Seite ist zu ruhig, ne? Die versuchen über die andere Seite zu kommen. Wir sind gleich bei der gegnerischen Fahne. Ja, dann werden die zurückkommen, die da noch irgendwo sind. Wäre der Marder stehen blieb im Gebüsch, dann würde ich versuchen, irgendwas für ihn aufzudecken. Da ist eine feindliche Artillerie aufgedeckt worden. Sie kann jeden Moment reißen.
Schade. Wer schießt? Die Mutter wurde getroffen. Das ist super. Worauf schießt er denn? Ging voll durch ihre Panzer. Ah, Mist. Seger? Ich weiß, wie bitte? Worauf hat er geschossen? Ich sehe gar nichts. Wer hat worauf geschossen? Hier schießt doch einer. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Da bist du. In deiner Nähe steht niemand, oder? Nö. Nee. Der hat hier über die Züge rüber geschossen, so habe ich das jedenfalls gesehen. Da hinten auf dem Bahndamm standen einige. Habe ich nicht gesehen. Also jetzt jedenfalls nicht aktuell. Ja, du stehst zu weit weg. Einer fehlt noch. Ich fahre jetzt zur gegnerischen Fahne. Mach das. Ich schalte mal dahin, wo die Action sein könnte. Dudes and Crows inside. Mhm. Also ich habe ja nur das Gefühl, wenn noch einer abgeschossen wird, dann ich. Die Leute, die wollen ja nicht gewinnen, die wollen ja, dass man alle tötet, ne? Sie wollen gewinnen, aber indem sie alle töten. Ja. Stell dich ruhig in die Flagge rein, das ist eine Banane. Da ist der letzte aufgedeckt worden. Wo denn? Ach, ganz weit weg. Ah, der ist gleich erledigt. Hopp. Tja. Jo. Das war doch mal gut, ne? Mhm. Zwar wieder kein abgeknallt, ey, aber. War schon okay. Oh, ich habe einen Orden gekriegt. Hm. Nerven aus Stahl. Popelmedaille. Ich habe die Gelegenheit dritter Klasse gewonnen. Leclerc. Mhm. Leclerc. Warum? Wofür kriegt man die? Steht da nicht, ne? Achso. Doch. Für die Gesamtheit der Eroberungspunkte des Spiels. Für die, der das. So, ich könnte mir die Ketten freischalten. Die sind auch nur für diesen Panzer, kosten 400. Werde ich aber tun. Und ich baue sie auch gleich ein. Boah, sind die teuer. Was kostet die denn? Könnte mir das. 2100 war das, glaube ich, gerade. Ja, gehe ich zur Spaßkanone oder gehe ich zur Standardkanone? Ich glaube, ich gehe wirklich zur Spaßkanone. Obwohl, so doll ist die nicht, ne? Ja, ich mache hier nichts. Du machst nichts. Haben wir nicht hier genug Punkte? Ich werde auf jeden Fall meinen Turm abtürmen. Aber achso, nee, hier wollte ich gar nicht hin. Wo wollte ich hin? Wartung. Man kann ja hier eigentlich mit Geld sparen, ne? Wenn man das so ein bisschen. Mhm. Aber machen wir jetzt auch eine Doppelfolge draus, ne? Ja. Ja. Klar. Ja. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Also, warte, ich muss mal draufdrücken. So. Jetzt bin ich bereit. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass wir, wenn wir im Menü sind, dass wir dann aufnehmen. Das ist, ja, seltsam. Also, bitte, liebe Zuschauer, habt Verständnis dafür. Ich bin da noch sehr unerfahren in diesen Dingen. Genau. Wenn nicht, dann sonst. Das aber dann ist übrigens der Krabum.
Ich würde aber langsam wirklich gerne mal andere Karten sehen. Ja, weil diese Karte ist, glaube ich, richtig kacke, ne? Das ist die, wo so fiese Kanten sind und so. Ja, nee, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Doch, die ist kacke. Aber wenn du das meinst, ich weiß von mir das. Aus, bitte, mir egal. Also wenn wir irgendwann mal noch eine neue Serie beginnen, würde ich, glaube ich, auch Artillerie spielen. Meinst du? Glaubst du, das wäre was für dich? Ja. Rumstehen, die Karte absuchen, hoffen, dass man was trifft. Also überleben und zerstören. Ohne sich großartig selber in Gefahr zu bringen. Immer so verlockend. Du Penner! Der kam von rechts. Ja, und? Ja, rechts vor links. Da war eine Ampel. Ja, die war auf rot für dich. Der Penner hat, glaube ich, auf dich noch geschossen. Echt? Der hat dich vermutlich gehört, ja. Ja, hat er wirklich auf mich geschossen? In deine Richtung hat er geschossen. Möglicherweise wollte er auch überschießen. Ich habe gerade meine Deckung umgeschmissen. Und da verschwindet er wieder. Das war ein weiter Schuss. Wir haben sie böse erwischt. Prozentanzeige ist immer noch bei 100 gewesen, aber egal. Dann hast du, glaube ich, einen internen Treffer gemacht, einen kritischen Treffer. Müsste man dann nicht aber was davon merken? Nee, der macht dann keinen Schaden, sondern du hast ihm das Munitionslager oder sowas beschädigt. So. Sehr riskant, was ich hier gerade tue. Alles, was du tust, ist sehr riskant. 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 Das Ding braucht ewig zum Zusammenziehen. Ricotta. Du mir was auf oder nicht? Ups. Hab ich. Wie ups? Hübsche Explosion. Alter, da hinten ist alles voll, ne? Wo denn? Da wo so viele Rote sind, auf unserer Seite. Siehst du das? Ich seh keinen Roten. Nein, gar keine? Nein, nein, zu weit weg. Okay, du siehst, wo ich bin? Ja. Du siehst, in welche Richtung ich bin? Nein, das kann ich nicht. Achso, schade. Du siehst die Straße, die von links und... Du hast da Buchstaben und Zahlen, die das Koordinatensystem angeben. Okay, K6 ist... K6, K7 ist alles knallrot. Und genau in der Mitte, zwischen E und F und 5 und 6, genau in der Mitte auf dem Kreuz ist auch eine. Okay. Wir sind gleich bei der Verlage. Ja, die auch bei unserer. Und die haben fast doppelt so viele Panzer wie wir. Ich habe schon wieder einen Frame im Bruch. 16, 15, ich frage mich, was das wohl ist. Dein Lüfter begrüßt mich wieder. Hallo. Kann man den Leuten irgendwie Nachrichten schicken? Unseren eigenen? Nee, den Gegner. Du kannst den Chat auf öffentlich stellen, dass du allen was schreibst. Achso. Die sind doch scheiße, ey. Das wolltest du denen schreiben, oder wie? Oh, wer hat denn da einen abgeknallt? Er hier, sehr gut. Sehr gut. Schön. Was nun? Haben wir durch Erobern gewonnen.
Wir haben gewonnen, weil wir zuerst bei der Flagge waren, oder warum? Weil wir die als erste übernommen haben, ja. Yeah, oh. Leclerc, Medaille, vierter Klasse. Was ich habe hier Gefechtsleitung, Leistung, ja? Ja. Was bedeutet das? Da siehst du die Panzer und welche Auswirkungen du auf sie hattest und sie auf dich. Und woran da hast du was dann sie auf mich gemacht haben und woran sehe ich, was ich für sie, also an ihnen gemacht habe? Ich würde jetzt gerne ein Beispiel dafür nennen, aber leider wird das bei mir nicht angezeigt. Aber du hast so Symbole, die einblenden, da kannst du mal mit dem Mauszeiger drüber. Ja. Und dann wird dir zum Beispiel angesagt, wie viele kritische Treffer und so weiter du hattest. Ja, aber habe ich die gemacht oder hat der die bei mir gemacht? Die hast du bei denen gemacht. Also dann habe ich einen kritischen Treffer bei einem gemacht. Und ich habe einen aufgeklärt anscheinend. Und dann sind da noch zwei aufgezählt, bei denen aber kein Symbol ist. Ja. Na gut. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat an dieser Stelle, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen, denn wir werden die Schlachten noch weiterführen. Genau. Bis dahin. Tschüss.